Samstagabend zu einer sehr späten Uhrzeit. Willkommen zurück zu Animal Crossing Wild World. Es ist mittlerweile 22.18 Uhr in-game zumindest. Ihr könnt euch also die halbe Stunde draufrechnen. Ja, ja. Und ich habe eine Menge Post bekommen, das ist schon mal sehr schön. Ich glaube, ich möchte die Briefe behalten und gebe die dann lieber mal bei der Post ab. Und es ist eigentlich recht praktisch, stelle ich gerade fest, weil wir kennen ja Peggy noch gar, wir kennen ja Peggy noch gar nicht in diesem Spiel. Deswegen, ja, ab ins Rathaus, damit ich meine Briefe nicht verliere, nicht löschen und wegwerfen muss. Will kein Kunde. Das ist das örtliche Postamt. Brauchst du was? Ich will Briefe behalten, ja. Das kommentiert sie glücklicherweise nicht. Das ist nett. So, da habe ich schon meine ersten Briefe reingeschmissen. Also ich habe noch nichts gelöscht. Gut, dann verwahre ich eben deine Briefe. Speichern, bitte warten. Powerschalter nicht betätigen. Gut, Speichern beendet. Noch was? Ich hoffe doch nicht. Kontozugriff vielleicht? Du meinst ein Sparbuch? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, okay, ich hab's mir anders überlegt. Was? Du machst Schluss? Wozu dann der Aufstand? Was denn jetzt noch? Beeil dich mal. Ja, ist schon gut. Schön stolper nicht über den Teppich. Husch jetzt raus. Tschüss. Vielleicht sollte ich nochmal nach der Umwelt fragen, wie wär's? Gut, gut. Hör auf, mich zu belästigen. Dies ist das Bürgerbüro. Willst du etwas wissen? Ja, Umwelt. Was? Bist du ein durchgeknallter Hippie oder wie? Sandalenträger. Das könnte meine Mutter sein, ey. Hier ein paar Zuschriften aus der Meinungsbox. Werfe ich sonst immer weg. Hier steht, es ist nicht perfekt, aber auch nicht lausig wie Bolognese-Soße. Das begreife ich jetzt gar nicht. Das muss wegen der Bäume sein. Wir brauchen mehr Bäume, Digga. Ja, okay. Dann gucke ich noch einmal im Müll. Ich wette, das amüsiert dich auch. Designer-Sofa und eine Nintendo-Bank. Alles klar. Ein Special-Item und ich würde sogar fast erwarten, dass man es nur im Müll finden kann. Aber ich weiß es nicht. Interessant, interessant. Ja, ich spiele jetzt zur späten Uhrzeit. Ich habe gerade mit Virginia nach Forrest Gump geguckt und das war... Mein Gott, der Film dauert ja wirklich 2 Stunden 22. War doch ein bisschen länger als erwartet. So. Soll ich hiervon was aufstellen? Ich kann ja mal die Nintendo-Bank zumindest zeigen. Die kommt sonst nochmal im Retail, glaube ich, vor. Aber das ist es dann auch. Wenn überhaupt. Bin ich mir gar nicht sicher. Naja. Ich sag mal so, man erkennt halt das Nintendo-Logo. Allerdings lesen kann man es halt nicht, weil es ist halt DS. So, dann packen wir einmal den ganzen Stuff da rein. Das Designer-Sofa ist aber ganz cool. Das werde ich mir auf jeden Fall irgendwo hinstellen. Das Korbbücherregal habe ich noch von jemandem abgekauft. Ich frage mich, von wem es war. Ich blende euch da sicherlich mal ein, das Material müsste ich haben. Oder war das sogar im Part? Nee. Ich glaube, das habe ich offscreen gekauft. Naja, wie dem auch sei. Das war es eigentlich zu Hause. Und ich würde sagen, ich hole mir die nächsten Briefe. 8 Stück an 8 Villager habe ich geschrieben. Und ich bin mal gespannt, was zurückgekommen ist. Ich habe überall wieder Obst zu Obst reingeschrieben. Bevor ich mich um die Briefe kümmere, möchte ich allerdings nicht meine Brille ablegen, sondern meine Daily Routine weiter verfolgen und zu Tom Nook gehen. Das Coole ist nämlich, in diesem Animal Crossing, und das ist auch, glaube ich, das Einzige, wo es so ist, hat jede Ladenstufe gleich lang auf, nämlich immer von 8 bis 23 Uhr. Das finde ich sehr praktisch, weil Mega Nook hätte sonst, glaube ich, von 8 bis 22 Uhr offen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Hyper Nook hat immer von 9 bis 21 Uhr auf. Und ich weiß, der Super Nook hat immer am längsten auf. Ich glaube, von 7 bis 23 Uhr oder so. Keine Ahnung. Und der Westernstuhl oder Sessel, den gönne ich mir auf jeden Fall. Der ist sehr schick. Auch wenn das Blau hier ein bisschen blass wirkt. Ach so, eine Tischlampe ist das? Okay. Ja komm, diesen Stuhl hier hole ich mir auch mal. Oder habe ich den? Jetzt weiß ich gar nicht. Ein Tulpenstuhl. Wir können ja mal gucken, was im Katalog ist. Wir haben schon einen so einen Blumenstuhl. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das ist. Keine Ahnung. Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Aber ich habe ja noch nicht so viele. Lilienstuhl ist das. Ah, da sehen wir ihn auch. Ja, cool. Dann nehmen wir uns doch noch den Tulpenstuhl mit, weil ich glaube, ich hatte tatsächlich noch in keinem Animal Crossing jemals so ein, weiß ich nicht, so eine Küche oder Esszimmer oder irgendwas mit diesen Blumenstühlen. Das wäre ja eigentlich mal ganz cool, sowas zu machen.
Ja, ja, eine Royal-Tapete. Die ist hässlich, ne? Ja, die ist hässlich, die ist sehr hässlich. Das behältst du mal, was? Was sagst du? Hör auf, über mich zu reden, ja. Virginia ist schon sehr hässlich, das stimmt. Das... Naja. Was? Sie hat gerade gesagt, für meine Fans, sie ist wieder zu haben. Alles klar. Hier. Yeah. Keine Ahnung, vielleicht hat sie jetzt den Jenny-Komplex durch Forrest Gump bekommen. Ich weiß es nicht. Ein Roboteppich, der ist auf jeden Fall sehr willkommen, weil ich habe im Moment schon 3 Robo-Items. Es klingt nach einer vielversprechenden Serie. So, dann natürlich noch die Blumen. Haben wir noch genug Platz? Natürlich genau nicht. Allerdings habe ich auch noch Stuff, den ich verkaufen kann. Einfach nur mal aus Interesse. 80 Sternis für Rüben. Ich weiß noch nicht, ob ich mir morgen Rüben leisten soll. Wahrscheinlich mache ich dann mal. Und dann könnten wir auch mal eine Ameise zum Beispiel provozieren. Nächste Woche dann natürlich erst, weil die müssen erstmal verrotten. Ja, eigentlich die 3 Sachen, genau. Und das war ein energisches Türschließen. Keine Ahnung, ob man das gehört hat. Ja, jedenfalls habe ich ja meine Rotrübensamen auch nicht gepflanzt. Ich weiß halt leider nicht, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob man... Ist auch eigentlich egal. Ich habe halt gelesen, man bekommt keine weiteren Samen sonntags von Sigrid, wenn man die noch nicht... wenn man noch welche hat. Jetzt weiß ich halt nicht, bezieht sich das nur auf die Samen oder bezieht sich das auch darauf, wenn man noch Rotrüben im Anbau hat. Also hat sie jetzt gleich keine Samen morgen, wenn wir die Rotrübe jetzt heute pflanzen? Oder hat sie dann wieder welche? Weil jetzt im aktuellen Status hat sie auf jeden Fall keine, weil wir eben noch ja so ein Päckchen Samen halt haben. Und die Sache ist die, wenn ich die halt täglich gieße und sowas, dann kann ich damit halt am Ende der Woche 16.000 Sternis machen. Das ist erstrebenswert bei unserem aktuellen Finanzstatus. Und Vinci können wir auch ja trotzdem die Rotrübe geben, egal in welchem Stadium. Deswegen war es eigentlich... Wir hätten sie eigentlich einpflanzen können, sobald wir die Schaufel gehabt haben. Die Schaufel, die Gießkanne. Darum ging es ja. Und ja, deswegen könnten wir das jetzt heute eigentlich mal machen. So, gucken wir mal. Wahrscheinlich ist noch nichts gewachsen, hä? Ja, so absolut gar nichts. Die werde ich mal offscreen gleich nochmal gießen. Was haben wir jetzt dazu bekommen? Ein Hornpfeilchen, eine Kissenprimel, eine Aurikel und eine Gartenprimel. Super, aber immerhin schon mal alle Blumenarten wieder. Das ist doch schön. Da würde ich mal sorgen. Das ist alles ein bisschen ungünstig angeordnet dafür, aber egal. Hier packen wir mal die Kissenprimel hin, die war hier. Ja, alles klar. Hier kommt die gute Gartenprimel wieder hin. Die war hier. Nee, shit. Aber krass, der hat 4 Blumenangebote und es sind einfach 3 Primeln dabei. Zum Glück, also was heißt zum Glück? Es sind immer unterschiedliche Blumen. Also nicht Blumenarten, aber Blumen im Angebot. Also er hat jetzt nie 2 Aurikeln gleichzeitig oder so. Das zieht sich auch durch die Serie. Und ein Hornpfeilchen war das, ne? Das heißt, das packen wir dann mal hier hin. Ich hätte halt mal wieder gerne ein Alpenpfeilchen. Das habe ich hier nämlich gerade gar nicht im Angebot. Aber gut. Ja, genau. Und wir haben noch Obstbäume gepflanzt. Neben unseren Blumen hier. Und zur Schneiderei müsste ich auch nochmal. Wie lange hat die denn auf? Heilige Scheiße, hat die auch bis 23 Uhr auf? Das wundert mich ehrlich gesagt, aber sehr, sehr coole Ladezeiten, Öffnungszeiten hier in Wild World, muss ich schon sagen. Eine Oma-Brille, ja guck mal, wie sehe ich denn damit aus? Erwartet schrecklich, aber das liegt ja doch einfach in meinen Augen, ne? Ja, mal einen Detektivhut. Sieht aus wie Domtendo, ey. Aber jetzt so richtig, mein Gott. Ich überlege mir, ob ich dieses Nummer 4 Outfit kaufe, weil an sich finde ich das ganz nett. Aber ja, nee, lassen wir mal lieber. Daneben ist so ein tolles Brasilien-Outfit und so ein... Ja, komm, oder? Ja, ja. Ah, ich überlege mir, ob ich das kaufen soll. Ein Raumanzug. Weil es ist halt irgendwie schon ein cooles... Ey, ich trage das jetzt. Habe ich Bock drauf. Ich trage das jetzt. Machen wir. Was hatte ich jetzt? Jetzt hatte ich dieses Kirschdings. Vielleicht können wir das ja in den Hintergrund packen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, geht eigentlich. Aber ich fand das hier halt schöner, weil es bündig ist. Also so, nein, nein. Durchgängig, meine ich. So, so, so. Ist besser. Aber ich glaube, das Kirsch-Outfit behalte ich erstmal zumindest. Gut.
wie gesagt, dann gucken wir mal unten vorbei. Mit den Villagern werde ich heute wahrscheinlich nicht so viel reden. Vielleicht gehen wir nochmal zum Wuff, aber ich glaube, das kann ich auch morgen machen. Ist jetzt nicht so wild heute. Okay, zwei Sachen wachsen nicht und das waren dann schon mal zwei gleiche Früchte wahrscheinlich, ne? Super. Aber okay, immerhin zwei von jeder Sorte sind dann schon mal gewachsen. Zwei Birnen und das müssten zwei Birnen gewesen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie ich es genau gepflanzt habe, ehrlich gesagt. Das ergibt alles irgendwie nicht so viel Sinn gerade in meinem Kopf. Na, keine Ahnung. Das hier war ein Kirschbaum, glaube ich. Oder war das der Kirschbaum? Egal. Ach, nicht Kirsche. Wir hatten Kirschen und Birnen angepflanzt. So, ich meine Apfelbaum. Ich weiß nicht, ich habe gerade so Kirsche in meinem Kopf. Ich glaube, in New Horizons war Kirsche meine Stadtfrucht, ne? Hier ist natürlich der Apfel. Also die Billow-Frucht, meine ich. Davon habe ich ja einen eingepflanzt. Und ich habe immer noch nicht meine Briefe gelesen. Ich weiß. Das mache ich jetzt gleich. Aber weil ich Monique gerade sehe, laufe ich mal in ihr vorbei. Vielleicht will sie was von mir, ansonsten spreche ich sie an. Hallo, oh, und da ist eine Motte. Ich weiß gar nicht. Ich habe mittlerweile mal eine Motte gefangen, glaube ich. Oder, ach komm, wir gucken erstmal nach, bevor ich mir jetzt diese Mühe mache. Naja, wir haben schon eine Motte, ja komm, ganz ehrlich, dann muss ich auch nicht fangen. Viel wird die nicht bringen. Guten Abend, na, immer noch beschäftigt? Ich weiß, du bist ehrgeizig, aber übertreib es nicht, okay? Wir sehen alle so faul neben dir aus. Also gut, was hast du noch in Tratsch für mich? Lass uns reden. Okay, es heißt, es gäbe ein perfektes Alter, um sich zu verlieben. Welches Alter ist es deiner Meinung nach, Niklas? Definitiv eher die Jugend. Wow, eine gute Antwort für jemanden wie dich, Schnurr. Hast du wieder schnulzige TV-Romanzen gesehen? Ja, ich werde es jetzt nicht nochmal erwähnen, aber ja, ich habe gerade einen Film geguckt, ne? Und da war natürlich auch in gewisser Weise eine Romanze drin. Sieh mal einer an, bist du das, Niklas? Hey, freut mich schon, dich zu sehen, aber es ist schon 22.30 Uhr. Dabei wollte ich heute noch so wenig mit dir besprechen, Megalos. Ja, Mensch, das ist aber ärgerlich. Das kannst du bestimmt auch morgen machen. Niklas, gibt's hier irgendwo einen Kleiderbügel? Petra meinte, ich soll hier nach einem suchen. Und wenn dieses Tier nur mit mir gespielt hat, dann werde ich wahnsinnig. Lustigerweise. Als ich das letzte Mal, letzte Woche müsste es irgendwann gewesen sein, spazieren gegangen bin. An so einem schönen sonnigen Tag, da bin ich ein bisschen durch den Wald gegangen. Und da hängt tatsächlich ein kleiner Kleiderbügel einfach mitten im Gestrüpp. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Also, mitten im Gestrüpp klingt jetzt auch ein bisschen wild. Das war quasi direkt am Waldeingang, wo so ein Schild ist von wegen so, ah, hier, Waldweg und so, Achtung, ne, betreten und bla. Und ja, da war tatsächlich so ein Kleiderbügel einfach irgendwie daneben gehangen an so einem Baum oder Strauch oder keine Ahnung. Es war sehr interessant. Was mache ich da? War sehr interessant. Habe ich mich gefragt, was das soll. Und ich habe tatsächlich kürzlich davor noch Kleiderbügel entsorgt über die Restmülltonne. Ich glaube, es waren so 20 Stück oder so. Ja, über die Zeit haben sich bei mir wirklich sehr viele unterschiedliche Kleiderbügel angesammelt. Und ich hasse Chaos. Bei solchen Sachen hasse ich so Patchwork-Zeugs und das muss ich ordentlich haben. Und deswegen habe ich mir immer mal schrittweise, so scheibchenweise beim Real neue Kleiderbügel gekauft. Das sind immer so 19er-Packs sogar. Oder 9er-Packs oder irgendwie sowas. Und ja, habe ich mir jetzt die finalen zwei quasi gekauft. Und jetzt haben wir eine durchgängige Art Kleiderbügel und ich lieb's. Spielst du wieder Streich am Abend, Niklas? Wer hätte gedacht, dass du zu der Sorte gehörst? Ich behalte dich im Auge. Juhu. Na, so weit willst du. Oh, der hat Flöhe. Dieser Ort erinnert mich an das T-Shirt, das ich mal gesehen hatte. Erzähl. Aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wovon haben wir nochmal geredet? Sicher, dass das irgendwie nur ein Floh ist und nicht irgendwas Lebensbedrohlicheres, was dich da gerade befallen hat? Nein! Yo, Niklas! Ich wollte dir eigentlich nur... Was? Glaubst du einfach, du kommst damit durch? Bei mir nicht. Itchy. Ja, eben, Itchy. Und Scratchy. Und ich mache jetzt Catchy. So. Flöhe! Hey. No, hey, hast du sie für mich gefangen, Hoheit? Das hoffe ich aber auch. Das kratzt den Nerv langsam. Du hast mich gerettet, glaube ich, Hoheit. Sehe ich auch so.
Und warum sehe ich jetzt auch in ihm einen Charakter aus dem Film? Wer den Film gut kennt, kann ja mal raten, an wen mich jetzt gerade Alfredo erinnert. Und da hinten läuft noch Mona rum. Mein Gott. Dann gucke ich jetzt kurz aufs schwarze Brett. Ach ja, Insektikus-Turnier ist morgen. Ist schon komplett vergessen, ne? Und dann lese ich auch tatsächlich endlich mal meine Zuschauerpost hier. Oder so. Geruhsam, Niklas. Danke für alles. Ich bin so voll. Das habe ich gefunden. Du kannst es haben. Abgefahren, Waldemar. Alright. Von Waldemar kriegen wir, Trommelwirbel, einen Pfirsich. Den ersten. Sehr schön. Tagchen, Niklas. So, ich schreibe dir diesen Brief, während ich fernsehe. RTL, mein Heimatsender, na, du bist immer so lieb zu mir. Hier, bitteschön. Dein Star Luzi. Was bekommen wir denn von Luzi? Auch einen Pfirsich. Sehr schön, sehr schön. Das steigert die Chancen, dass ich nicht verkacke. Und ein Kimono von Alfredo. Hallo Niklas, ich fühle mich schlapp, deshalb nur ein kurzer Brief. An meinen Müll, den ich noch nicht wegwerfen wollte. Denk nach. Alfredo. Warum wollte ich gerade Niklas sagen? Keine Ahnung. Kimono, wie sieht der aus? Den hatten wir schon mal, glaube ich, ne? Den habe ich verkauft. So, Monique, ich habe es auch einfach falsch rum gemacht vorhin. Du bist süß, Niklas. Du hast für die Antwort aber lange gebraucht. Das kannst du haben, sollte passen, Monique. Ich bin gespannt. Ein bisschen verängstigt. Eine Orange, wunderbar. Von Petra. Was geht ab, Niklas? Deine Briefe haben Stil, genau wie du. Sehr schön, das bringt deine Muskeln erst richtig zur Geltung. Explodieren, Petra. Okay, ich tippe auf eine Birne. Ein Outfit, Flamenco-Outfit. Stimmt, die hat irgendwas mit Muskeln gesagt. Und mein Gott, ich mag das wirklich. Das behalte ich an. Die behalte ich gleich an. Hi Niklas, ich mache gerade mein Abendessen. Spaghetti. Ich habe ein Geschenk und ich hoffe, es gefällt dir. Bleiente Mona? Ist das irgendwie sowas wie, keine Ahnung, so ein... Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, so ein... abstraktes Ding, so ein... So wie Bleifuß zum Beispiel auch, im Auto, so ein... Was heißt denn Bleiente? Schwimmen wie eine Bleiente. Was ist eine Bleiente? Ich habe keine Ahnung, was sie mir damit sagen wollen. Und ich sehe gerade, dass Tobi hier einiges auf Twitter geliked hat. So, ach so, ja. Er spielt auf CTR an, schön. So. Ja, was auch immer mir Mona jetzt geschickt hat. Mal gucken. Ein Nebeloutfit. Ach so, ich dachte, Sarah wollte was von mir. Nein, wollte sie nicht. Das Nebeloutfit wird verkauft. Sehr schön. Den Westernsessel hat man noch und den Tulpenstuhl. Genau, die packe ich auch mal in die Briefe. Will ich behalten. Von Lotta. Hallo Niklas, dein Brief hat mich zu Tränen gerührt. Es lag am Strand herum und rief Niklas. Ciao. Ist das etwa eine Kokosnuss? Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, aber wär sehr cool. Eine Orange. Ich weiß ja nicht, warum die am Strand liegt, aber okay. Und von Sarah. Alles easy, Niklas. Du zahlst immer noch deinen Kredit ab? Alles klar. Schick dir etwas und hoffe, du nimmst es an. Grüße, Sarah. Das wird nicht. Das wird kein Geld sein. Ein Apfel. Wow. Ist das dein Ernst? Die schickt mir quasi einfach das gleiche zurück, was ich ihr geschickt habe. Bist du dumm? Ich muss den Spruch echt ändern zu ich bin dumm, weil das passt einfach mal wieder wie die Faust aufs Auge. Oh, wo ist die Zeit geblieben? Es ist schon 22 Uhr ja gerade. War es noch 22.30 Uhr? Meine Güte, die Zeit läuft rückwärts. Wie auch immer, wolltest du etwas von mir, mega lost? Keine Worte mehr für dich, ne? Wirklich. Du bist mein Forest. Also ehrlich, Gartenarbeit mache ich im Moment am allerliebsten, Megalos. Ja, das sehe ich tatsächlich. Niklas, du hast doch Daumen. Vielleicht ist einer von beiden grün. Pflanz doch ein paar Blumen in ein Haus herum und hab Spaß dabei. Ja, nun, weißt du, das würde ich gerne machen, aber ich habe halt kaum Platz um mein Haus herum. Vielleicht überrascht es dich, aber ich wollte früher immer ein Popstar werden. Ich konnte singen und tanzen, alle sagten mir, ich könne es schaffen, aber eine Sache hatte ich nicht. Beim letzten Mal habe ich Geld gesagt und jetzt frage ich einfach mal. Nun, wahrscheinlich kann man es als Mut bezeichnen.
Auch wenn ich heute anders bin, ich war damals sehr schüchtern, Schnur. Warte mal, ich hab gelesen, dass man bei solchen Sachen immer die erste Variante nehmen soll, weil das die netteste ist, die Villager eigentlich hören wollen. Finde ich sehr interessant, warum das bei ihr gutes Aussehen ist, aber ja, werde ich beherzigen, wenn ich das nächste Mal so eine Frage bekomme. Und dann haben wir auch sogar alle Dialogoptionen gesehen, das ist auch nicht schlecht. So, dann will ich mal noch die Axt mitnehmen. Denn dann pflanzen wir die beiden Pfirsiche direkt mal an. Und natürlich auch das, was wir sonst noch so bekommen haben. Ohne jetzt groß darauf zu achten, wo jetzt welcher Baum genau ist. Hauptsache, es sind fremde Früchte. Die bringen ja alle gleich viel. Und was da genau wächst, ist mir zumindest mal im Moment noch komplett egal. Eingezogen ist ja auch keiner. Ne? Wir haben ja jetzt unser Maximum, keiner ist ausgezogen, genau. Alright. Wir sollten aber langsam auch gut darauf achten, wenn Leute zu Hause sind, dass sie eben nicht irgendwie schon ihre Sachen gepackt haben oder sowas, weil aktuell würde ich es einfach gar nicht mitbekommen, ne? So, hier müsste eigentlich noch ein bisschen Weg frei bleiben, damit man hier zu Petra runter kann, aber auch ganz ehrlich. Das ist für mich aktuell nicht von Belang. Ja, und guck mal, ich habe heute schon wieder nur ein bisschen New Horizons gespielt. Also ich bin kurz reingegangen, habe ein paar Insekten gefangen für eine Mission und hab's dann wieder gelassen und bin jetzt eben gerade zu KK gegangen. Und trotzdem habe ich mich schon wieder so ein bisschen an dieses X für Inventar öffnen gewöhnt, ne? Weil es da eben so ist. Und hier öffnet man damit eben die Karte. Es ist ein kniffliges Unterfangen. So, noch eine Orange und dann sind wir gleich auch fertig. Dann musste ich jetzt auch doch keinen Baum fällen. Ich dachte eigentlich, ich würde den hier fällen, aber... Och ja, warum eigentlich nicht? Dann würde ich jetzt noch... Ja, wobei, warum nicht genau da? Warum nicht genau da? Schon wieder X gedrückt. Ja, und Umwelt, ganz ehrlich. Oh, da ist eine Seidenmodel. Oh, die nehme ich doch mal mit. Können wir doch mal zu Nuki uns verkaufen. Und ja, ich glaube, dann mache ich wirklich nochmal gerade so spontan eine kleine Bewohnertour und gehe dann zu Tom Nook. Verkaufen und dann zu KK. Und nach weiteren Fossilien vielleicht suche ich dann noch offscreen und vor allem suche ich eben die Steine. Und Petra will ausziehen. Petra will tatsächlich aus... Also, ich bin mit Petra jetzt bisher nicht so richtig warm geworden. Sie ist nicht so mein Favorite. Aber ich habe es gerade noch angesprochen, ne? Und jetzt will Petra tatsächlich ausziehen. Ich werde sie nicht aufhalten. Oder ihn. Ich weiß es immer noch nicht. Hey, hey, wie läuft's so, Super N? Also, ich gehe mal davon aus, dann kommt auch der gleiche Typ Villager zurück. Also, so ein Sportler, würde ich jetzt mal vermuten. Mann, ich wollte dir 100.000 Sachen erzählt haben, aber du warst heute Mittag nicht da. So habe ich sie doch vergessen. Übrigens, was war heute mit dir los? Mir ist langweilig. Hör mal, ich muss dir was sagen. Ich mache mich auf die Socken. Du warst cool und alles, aber ich will die Welt sehen. Mach's gut, Miauz. Mautz? Ja, leb wohl. Hey, vergiss mich nicht, hörst du? Nicht vergessen. Tschüss, Mautz. Ja, tschüss. Auf der Suche nach deiner Identität vielleicht. Viel Glück dabei. Und auch wenn ich mir jetzt quasi keine Sorgen machen muss um meine anderen Villager, dass die ausziehen, werde ich natürlich trotzdem noch ein bisschen vorbeischauen, ein bisschen rumschauen. Vor allem, weil wir vom einen oder anderen, glaube ich, immer noch nicht das Haus gesehen haben. Guten Abend, ich habe hier ganz geduldig gewartet. Auf dich, ja. Weißt du was? So geduldig bin ich gar nicht. Ja, Virginia. Seit ich zu Hause Fische habe, fühle ich mich wie ein bezauberndes Tiefseewesen. Was? Ich sehe ja eher aus wie ein runziger Kapitän, was? Hm. Das habe ich halt nie gesagt, aber... Gut. Sie hat doch eigentlich nur einen Fisch, aber... Lassen wir ihr mal die Illusion, dass sie mehrere hat. Vielleicht ist die Gummiente ja auch ein... Inkognito-Fisch. Keine Ahnung. So, hier wohnt der Waldemar. Ich habe keine Ahnung, ob wir schon mal bei dem zu Hause waren, ehrlich gesagt. Ja, doch, stimmt. Der hatte Fossilien. Ja, ich erinnere mich. Der will bestimmt wieder eins, ne? Guten Abend, Super N. Dudeldu. Hörst du mich? Ich sagte Dudeldu. Ja, jetzt, wo es dunkel ist, ist alles so kühl und... Aber ich weiß nicht, düster?
Ah, du weißt schon, wir sollten mit Traubensaft anstoßen auf mein Spiegelbild in deinen Augen. Prost, Dudeldu. Was kann ich für dich tun, Dudeldu? Aufhören, Dudeldu zu sagen vielleicht. Was hältst du von dem Raum mit Fossilien so? Mann, ey, das würde dein Haus richtig geil aussehen lassen, wie so ein Film. Sogar wenn es nur ein kleines wäre. Ich will doch nur ein Fossil. Ey, das ist so ein Freak, ne? Der hat mich jetzt schon zum dritten Mal damit beauftragt, ihm ein Fossil zu bringen. Ja, dann kann ich halt auch nicht... Ich hoffe ja schon irgendwie, dass ich jetzt ein Fossil finde, was doppelt ist für ihn. Ne? Schon irgendwie. So, hier wohnt Sarah, die ist ja noch draußen unterwegs. Hier waren wir gerade beim Waldemar zu Hause. Hier ist, Mona? Mona war hier, genau. Die ist aber auch draußen. Mit der habe ich ja noch nicht gesprochen. Die Luzi ist zu Hause. Dann gehe ich aber noch zu Luzi vorbei. Und dann waren wir ja schon wieder fast bei allen, ne? So 8 geht halt echt schnell. Oh, sie ist krank. Oh nein. Ah, mir ist schlecht. Ich schläfe, ich habe grüne Schuhe. Bist du okay? Luzi, sei jetzt nicht so träge. Los, ich bin am Tiefpunkt. Okay, der Laden hat noch eine Viertelstunde auf. Das schaffen wir noch. Deswegen gut, immer mal vorbeizuschauen bei den Leuten. Aber ich mache das halt nicht gerne offscreen. Ich muss ja auch sagen, ich bin einfach ein faules Stück Scheiße. Und ich habe einfach keinen Bock, immer so viel reinzuschneiden und das dann gegebenenfalls halt noch nachzukommentieren, wenn es was Größeres ist, weil ich euch nicht mal so nebenbei einblenden kann, wie heute zum Beispiel wieder. Deswegen versuche ich auch zu vermeiden, irgendwelche spannenden Sachen, die ich euch halt wirklich nicht vorenthalten möchte, offscreen zu machen. Da oben ist die Medizin. Ich hab die jetzt gerade echt nicht so gesehen. Bin mal gespannt, wie lange der Nuke jetzt seinen Laden hat. Also länger als 2 Wochen wahrscheinlich nicht. Danach ist es bestimmt schon Hyper-Nuke. Und im Gegensatz zum GameCube-Teil und zum Wii-Teil gibt es dann im Hyper-Nuke tatsächlich eine sehr coole Sache. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei New Leaf war. Bei New Leaf war doch Grazia dann im Obergeschoss, ne? Kann ich schon mal verraten, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber wir werden 3 Geschosse haben in Hyper-Nuke in diesem Spiel. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Auch ein Charakter, der durch Vereinfachung des Spieldesigns quasi ersatzlos gestrichen wurde in New Horizons. Aber egal. Ich mag dich. Ich lasse in einem Kinderbuch, dass gute Freunde manchmal ihren eigenen geheimen Gruß erfinden. Wir haben doch schon einen geheimen Gruß. Du sagst doch, ich mag dich. Wie viel passt denn da rein? Dann feierst du mich jetzt halt. Ich feiere dich, jawohl. Ich feiere dich, richtig? Ja. Ich feiere dich, was denkst du? Weißt du noch, unser geheimer Gruß? Ja, ich weiß. Ich weiß leider. Ja, ja. Alfredo ist auch schon wieder am Start hier. Mein Gott, wollen die mich einkesseln oder was? Haben wir jetzt noch mit irgendjemandem nicht geredet? Nö, wir haben mit jedem geredet, alles klar. Die beiden schnangen da unten ein bisschen, da lasse ich die auch mal in Ruhe. Wir müssten eigentlich heute schon noch irgendwie ein Fossil, glaube ich, haben, aber ist auch egal. Wir haben jetzt noch 4 Stück zum Analysieren. Genau, aber natürlich gar keinen Platz dafür. Weil ich Dödel auch einfach bei Nuke war, aber nicht verkauft habe. Statt der kurzen Wege, ja komm, ich gehe gerade mal zurück. Ich glaube, ich gehe zuallererst doch dann zu Luzi. Das hatte ich eigentlich vor, für den Fall, dass ich ein Fossil von Waldemar hatte, aber ich meine, gut. Oh, Alfredo ist sad. Toll gemacht, Luzi. Luzi. Zu Luzi muss ich. Das ist Mona. Ich bin ja schon froh, dass ich nicht Yuna sage. Die beiden sind zu ähnlich für mich. So, dann bringen wir erstmal die Medizin vorbei. Dann Fossilien. Und wenn wir ein Fossil schon haben, dann gehen wir zu KK und gehen danach dann nochmal vom Waldemar vorbei. Ansonsten gehen wir direkt zu KK und das war's dann. Oh, mir ist schlecht. Ja, willst du Medizin? Medizin oder halluziniere ich? Mach das die weggehen. Ja, hier bitteschön. Gluck, gluck, gluck. Jetzt redet mir ein bisschen besser. Puh, danke, Niklas. Kann ich noch was für dich tun? Dank der Medizin, die mir Niklas gegeben hat, redet mir besser. Juhu. Viel Glück. Danke, dass du hier bist. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind, Schnauzi. Jo, du wirst schon wieder. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir so für Fossilien haben. Ob wir denn dem Waldemar noch was abtreten können. Nicht wieder neuer Spruch. Bist du dumm?
Ich habe ein Quiz für dich, Megalos. Wenn ich ein Filmstar wäre, in welcher Art von Filmen würde ich wohl mitspielen, Megalos? Komplett in Liebeskomödien. Ist das dein Ernst? Ich weiß, die Mädels in den Filmen sind süß und so, aber sie sind auch so eindimensional. Immer schwärmen sie nur für irgendeinen einfühlsamen Verlierertypen. Das erinnert mich vor allem sehr an Titanic. Ich erwarte mehr vom Leben als das, Megalos. Ja, du bist so eine richtige Jenny, ne? Ja, mein Gott. So. Ich glaube, das war Nummer 5. Die mit Forrest Gump zu tun hatte. Schön. Und ich war immer noch nicht bei Nook. Ich hasse Animal Crossing manchmal so hart, ne? Es ist ein Spiel für mich und kein Spiel für mich. Es ist ein Spiel für mich, weil ich die Art einfach liebe, wie man hier spielt und spielen kann. Ich hasse es, weil immer wieder so viele Sachen dazwischen kommen und ich immer alles vergesse, was ich machen wollte und vorhat hatte. Und ich war ja sogar... Die Medizin habe ich aber vorher gekauft. Ne? Ist auch komplett egal. Ich bin einfach nur froh, dass der Laden noch auf hat. Dass ich noch die Möglichkeit habe, meinen ganzen Schrott hier zu verkaufen. So. Ist mir kacke egal, wie viel mir das bringt. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir morgen halt wirklich ein paar Rüben morgens kaufen für... Oh, jetzt haben wir auch, glaube ich, die Closing-Music gehört. Müsste jetzt... Ja, wir haben noch 10 Minuten jetzt. Da würde ich mal gucken, dass wir ein paar Rüben kaufen. In der Hoffnung, dass wir die auch wirklich gewinnbringend verkaufen können. Und ich wollte die Rotrüben anbauen. Komm, weißt du was, das mache ich noch schnell. Die Blumen gießen und den Geldstein finden. Das sind meine zwei Sachen, die ich noch machen möchte heute. Offscreen. Und da unten sehe ich, glaube ich, gerade, glücklicherweise, als wäre mein Glückstag, ich glaube noch das letzte Fossil, wenn es nicht ein Gyroid ist vom Vortag irgendwann. Nein, perfekt. Ja, unglaublich. Das hat sich doch sogar gelohnt. Und eine Stabschrecke. Oder ist das... Nee, ich erkenne es gerade leider nicht. Nee, das ist, glaube ich, eine Kakerlake, oder? Nee, die ist zu krass. Ja, das ist eine Kakerlake, scheiße. Aber das sah von vorne wirklich... Weil es so wenig Pixel waren, sah es für mich nach einer Stabschrecke aus. Aber ich glaube, die verschwinden auch ab 7 Uhr abends. Deswegen war das eigentlich gar nicht möglich. Naja. Gut. Dann fangen wir mal damit an. Wir müssen jetzt auch wirklich jeden Tag gießen, weil sonst geht die ein und dann bringt die uns gar nichts mehr. Das heißt, ich muss mindestens mal jeden Tag spielen, aber das habe ich auch vor. Und ich bin gespannt, ob uns Sigrid dann morgen auch Rotrüben verkaufen würde. Also Rotrübensamen. Schauen wir einfach mal, was daraus wird. Am Samstag habe ich die jetzt gepflanzt. Das muss ich mir vorerst merken. Und sollte jetzt halt wirklich die Woche Vinci kommen, ja gut, dann habe ich halt, ich sag mal, diese Rübe umsonst gezüchtet, weil ich die dann eben nicht verkaufe, sondern dem Vinci gebe. Wegen dieser Tauschquest. Das hat doch jetzt getroffen, ne? Das wird getroffen haben. Oder? Oh Mann, ja, das war auf jeden Fall daneben jetzt. Also wenn das vorher noch nicht daneben war. Egal, Primeln sind... Ich will nicht sagen, die sind wertlos, aber das sind meine am wenigsten gemochten Blumen, deswegen finde ich das nicht so schlimm, wenn ich die kaputt trampel. Und jetzt gehen wir dann endlich mal ins Museum. Meine Güte. Ich werde mich wahrscheinlich wieder von KK überraschen lassen. Ich habe da jetzt keine Präferenzen, was ich mir anhören möchte. Und ich bin gespannt, ob wir da denn noch irgendwas Neues haben beim Eugen. Oder besser gesagt, ob wir was haben, was wir noch nicht... Oh, was noch nicht haben. Da habe ich mal wieder nur mit einer Hand gespielt. Man sieht es. Ein Iguano-Schwanz. Der Iguanodon ist sogar schon vollständig. Heilige Scheiße. Hurra, ich bin vollends begeisternd. Das Iguanodon wurde als einer der ersten Dinosaurier überhaupt gefunden. Ah, bis vor den ersten Funden war man sich der Existenz gar nicht bewusst. Wurden die zuerst entdeckten Zähne des Iguanodon für die eines Leguans gehalten? Tja. Keine Ahnung, aber das ist schon mal vollständig. Sehr schön. Zusammen mit dem Säbelzahntiger haben wir dann jetzt schon zwei komplett. Und wir haben ja noch 4 weitere Fossilien am Start. Ja, das muss identifiziert werden.
Alles klar. Ein Dino-Ei, das haben wir auch noch nicht, jawohl. Okay, ja, keine Ahnung, was er da gerade noch geredet hat. Es war wohl nicht so einfach herauszufinden, dass es ein Dino-Ei ist. Keine Ahnung. Dann muss ich ihm wohl glauben. Ach. Meine Mutter sagt immer, Fossilien sind wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Ein Seismoschädel. Schön. Ein Seismo-Fossil haben wir noch gar nicht. Vom Seismosaurus. Und es sieht immer schlechter und schlechter aus für unseren Waldemar. Für unseren Waldi. Aber zwei Chancen hat er noch. Ja, bitte. Mach doch einfach. Ein Apatoschädel. Auch den sollten wir noch nicht haben. Haben wir schon was vom Apatosaurus? Vielleicht. Tendenziell aber eher nein. Ich kann mir vorstellen, dass es das erste Fossil des Sauriers war. Und das letzte. Los, Eugen. Gönn. Ein Dino-Ei. Alles klar. Das bekommt tatsächlich dann der Waldemar. Ja. Alles klar. Dann, ach, weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal zu Waldemar. Weil ich dann halt wirklich, ja, nach KK halt wirklich einfach die Aufnahme beenden kann. Ich kann quasi sagen, okay, wir beenden das jetzt hier jetzt. Tschüss. Kann KK laufen lassen und dann putze ich mir jetzt einfach schon mal die Zähne. Dann muss ich mich danach nicht mehr zu Wort melden. Es passt mir gerade besser in den Kram, muss ich sagen. Deswegen kriegt jetzt erstmal der Waldemar sein Dino-Ei. Ich hoffe, danach will er nicht noch 1000 weitere Fossilien haben. Wobei es jetzt tendenziell natürlich leichter wird, ihm welche zu geben. Weil wir die halt schon gestiftet haben dann, aber... Natürlich geben die auch ganz gut Geld. Also so ein Kleinod wie ein Dino-Ei jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr viel, aber so größere Teile halt schon. Deswegen bitte, ich bitte dich nicht noch mehr zu wollen. Und ich habe dir sogar schon vorher eins gegeben, meine ich. Wuhu, das ist das Dino-Ei, was ich wollte. Du. Unglaublich, du hast wirklich ein Talent dafür. Es ist nicht viel, aber nimm das zum Dank. Eine Western-Tapete. Ja, nehme ich mit. Oh, danke, du. Es war eher ein kaputter Rasenmäher, aber gut. Ups, ich bin so glücklich, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Gut. Er hatte auch übrigens da gerade einen Designer so verstehen. Und jetzt, also dann wirklich, ab zu KK. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder mit Rüben. Eventuell auch Rotrüben. Mal gucken, was Sigrid so im Beutel dabei hat. Und... mit dem Insektikus-Turnier, offenbar. Mal gucken, ob das dann in einem Part oder zwei Parts, keine Ahnung. Wir müssen ja auf jeden Fall mal zu zwei verschiedenen Uhrzeiten spielen. Weil Sigrid ja nur bis 12 Uhr da ist und ab 12 geht das Insektikus-Turnier los. Na, mal gucken. Hey Niklas, Lust auf einen Song? Völlig richtig. Cool, willst du was Bestimmtes hören? Dann sag mir Bescheid, nur diesmal nicht. Du magst Überraschung? Alles klar, meine Axt ist bereit, also nimm Platz. Und ich verabschiede mich schon mal. Wir hören jetzt noch KK, wenn ihr Bock habt, dann bleibt noch dran. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder am Sonntag bei mir. Und ich wette, ich habe schon fast eine ganze Woche Puffer oder so, keine Ahnung. Ja, zumindest, wahrscheinlich seht ihr das so mittwochs oder donnerstags oder so, keine Ahnung. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Jawohl, und das ist ein absoluter Hit. KK Jahrmarkt. Das ist schön. Bis dann.